Abgereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo Männer, heute nochmal das Thema PV-Anlagen haben XXX% Verlust. Wir rechnen es jetzt nochmal aus. Ich hatte dazu schon ein Video gemacht und unter anderem hat der User OU3VZ4ZU91 mich darauf hingewiesen, dass die Zahlen nicht stimmen. Auch der Pharma, dann der Heiden F und ja noch ein paar andere. Ich lese jetzt nicht mehr weitere alle vor. Ja, haben wir jetzt hier noch einen? Ja, also es haben mich auf jeden Fall ein paar Leute darauf hingewiesen, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe bei der Prozentrechnung. Und da dachte ich mir, das korrigieren wir jetzt einfach mal. Das korrigiere ich jetzt einfach mal mit euch zusammen. Und als Ausgangsding habe ich mir jetzt mal in meinem Video eine Stelle rausgesucht. Und zwar, wo ich dann hier, also das ist ungefähr bei Minute 7,12. In den meisten Fällen ist es so. Habe ich hier 60% aufgeschrieben, ne? Bei den ganzen Klimpen. Ich habe aber immer die Prozente addiert. Das funktioniert so nicht richtig. Und der Ausgangswert war die 60% mal so grob. Und jetzt rechnen wir das Ganze einfach nochmal nach. Und zwar, wir haben wieder unsere 1000 Watt PV-Ausgang, ne? Unser Modul. Was extrem gut gezeichnet ist jetzt in dem Fall. Jetzt blendet die Lampe wieder, ne? Oh. Na gut, ich denke mal, das geht, das könnt ihr euch ja noch vorstellen. Also das 1000 Watt PV-Modul. Dann kommt wie bei uns im Video eben der Laderegler. Ich mache mal LR-Laderegler. Und da hat man im Video angegeben 5-20% und 10% hatten wir gerechnet. Ja genau, 10% hat man gerechnet, also minus 10%. Und wir müssen jetzt, dürfen nicht die Prozent addieren, sondern müssen es eben abziehen. Das wären, ist ja noch einfach, 900 Watt. Danach kommt die Batterie. Da haben wir jetzt mal angenommen 5-30%. Ist halt schwierig, je nachdem, was ihr von Akku habt. Wobei die 5 sind schon sehr optimistisch, ne? Bei Blei ist auf jeden Fall mehr, definitiv. So, das wären dann nach Adam Riese 45 Watt. Also 800 Watt. 55 Watt. Danach geht es in unseren Wechselrichter, wo ich angenommen habe 10% wieder. Wobei, ihr könnt mal in die Kommentare lesen, Flose zum Beispiel hat einen Kommentar geschrieben, dass 10%, also das ist absolute Tipptopp-Zustand, wenn, ne? Also das ist auf jeden Fall in der Regel immer mehr, also eher 15. Das wären dann in diesem Fall, ah ne, ich habe jetzt mit 15 gerechnet. Bei 10 wäre es 85. Ja, wir rechnen jetzt mal mit 15, weil wir wollen ja, dass es so realistisch ist, wie es möglich ist. Also das ist jetzt mal eine Änderung vom F-Lose. Könnt ihr ja mal gucken. F-Lose, sein Kanal, der hat auf jeden Fall auch richtig Ahnung. Und ja, da sind wir dann bei 726,75 Watt. Und nach dem Wechselrichter hatte ich ja als Motor, ne, beziehungsweise eben eure Verbraucher, Schaltnetzteile, scheißegal, alles was warm wird, hat eben Verbrauch, da haben wir auch noch mal 10% genommen. Das sind in der Regel, ist das auch mehr. Ne? Also wenn ihr jetzt ein Trabonetzteil habt oder so, dann ist das wesentlich mehr. Also das ist noch sehr human gerechnet. Ne? Ihr kennt es ja selber, glaubt mir nichts, überprüft alles selber, messt das selber mal nach, was eure Verluste sind mit verschiedenen Geräten. Bitte dabei beachten, dass der Wechselrichter, also der Powerfaktor bla, ist natürlich nicht bei wieder ohmischen Lasten, ne? Nur bei induktiv und kapazitiv. So, das sind dann auch nochmal 72,675 Watt. Ich habe das jetzt mal ein bisschen aufgerundet, sind wir bei 654,08 Watt. Also ich denke mal 650 Pi mal Daumen, das wären dann 65% von dem, was reinkommt, hätten wir hier noch raus. Also die Anlage hätte dann sozusagen, warte mal, das wären 65%, also 35% Verlust, die PV-Anlage. Jetzt mal ohne Powerfaktor gerechnet,
Wenn ihr jetzt hier, wie gesagt, je nachdem, was ihr hier anklemmt, habt ihr noch den Powerfaktor. Und ja, da streiten sich ja anscheinend auch die Geister in die Kommentare. Finde ich lustig. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, wie viel Prozent, wenn ich 0,5er Powerfaktor habe. Ne, bei, was weiß ich, sagen wir mal bei 100 Watt. Was muss denn da der Stromkonzern noch liefern? Könnt ihr ja mal in die Kommentare halten. Ja, also grob kannst du sagen, 35% von dem, was ihr im PV habt, geht auf dem Weg verloren, in Verlusten etc. Aber ich sag's euch, wie es ist, wir rechnen jetzt mal ein bisschen realistischer. So, und zwar fangen wir an, ich habe bei meinem Laderegler gemessen 84%, also 16% Verlust. Ich schreibe das jetzt mal in Klammern, 106 Watt minus wären das, dann sind wir bei 840 Watt. Dann kommt die Batterie, da sage ich mal jetzt, wenn wir... müssen wir unterscheiden zwischen Lithium und Blei. Also bei Lithium sind es ungefähr, was weiß ich, 5%, sagen wir mal. Da können wir die Rechnung, das stimmt ungefähr. Bei Blei sind wir wahrscheinlich eher bei 20%. Ne? So, bei Blei haben wir dann am Ende 670 Watt ungefähr noch. Und bei Lithium ungefähr, sagen wir mal, 800. Ne? Damit wir näher an unserer Rechnung bleiben, bleiben wir jetzt mal bei Lithium. Also bei den 5%, da müssen wir ein bisschen an der ersten Rechnung dranbleiben. Dann kommt der Wechselrichter, da hatten wir vor uns schon 15% angenommen, die nehmen wir jetzt wieder an. Also das ist wirklich normal, wie gesagt, wir rechnen jetzt einfach halber mal die 800. Das sind dann nochmal 120 Watt Verlust und wenn wir 800 minus 120 sind wir bei 680 Watt, ich mache mal in Klammern L Lithium, ne? Und dann haben wir eben noch unsere Geräte, da haben wir ja 10% angenommen und das schwankt natürlich, ne? Wenn ihr jetzt ein neues gutes Schaltnetz dann habt, dann seid ihr wahrscheinlich so bei 5-10%, aber eher 10, ne? Also wirklich nur die extrem teuren Geräte und so. Und normalerweise, gerade wenn du ein Trafonetz nimmst oder so, da hast du noch mehr Verluste, geben wir hier mal von 20% nochmal aus, das sind dann 136 Watt nochmal, da sind wir dann bei 544 Watt. Ne, also es kommt halt darauf an, was ihr für Geräte, was ihr alles benutzt, aber das meiste, wenn man jetzt mal so realistisch, wenn ihr jetzt nicht alles die teuersten Geräte habt, dann sind wir hier knapp, ne, bei 54%. Das war ja das, was ich da vor Jahren mal gesagt habe. Und ja, das sind 46 Verlust. Ne? Also stimmt, sind nicht 60, hatte wie gesagt auf jeden Fall einen Rechenfehler drin. Aber das ist halt extrem, Männers. Selbst wenn wir jetzt sagen, wir gehen auf die, was wir vor uns ausgerechnet haben, auf, sagen wir mal 30%, ne? Wo man jetzt sagen Wechselrichter und gut, das wäre im Grunde genommen schon fast Wechselrichter und eben eure Verbraucher ist der Hauptanteil am Verlust, ne? Wenn ihr eben, wie ich sag, eure Geräte direkt an die Batterie ranklemmt, 12 bis, was weiß ich, 48 Volt, dann habt ihr eben die Verluste hier schon mal nicht. Von eurem Wechselrichter, das fällt weg. Und bei vielen Geräten, wenn ihr jetzt zum Beispiel, wie oft ist so, ne, das seht ihr auch noch oft in den Videos, mit Festspannungsreglern gearbeitet, von der Batterie aus, der Dalbe-Klopp Festspannungsregler hat, ich glaube maximal 80% Wirkungsgrad, ne, dann nehmt ihr auf jeden Fall Step Up oder Step Down, ne. Da müsst ihr halt gucken, nicht den billigsten Schrott wieder kaufen, weil es kommt auch wieder auf die Wirkungsgrade. Aber gute Step Up kommen wirklich auf 95, könnt ihr nachmessen, das funktioniert. Das schafft ihr so niemals, unmöglich, ne? Und das Beste wäre, wenn ihr hier Trafo-Geräte habt, huch, dann raus den Mist, entweder direkt an 12 Volt oder ansonsten mit Step Up, Step Down eure Spannungen machen. Da könnt ihr richtig Suppe sparen, ne? Auch die Anschaffung von dem Wechselrichter könnt ihr euch schenken. Noch nicht ganz, ne? Wir sind dran, die Geräte umzubauen, aber grob kann man mal sagen, wenn wir jetzt mal hin und her rechnen, also 30, ich würde mal sagen, nehmen wir mal die grobe Mitte,
PV 20 bis 40, nee, warte mal, sagen wir bis 50% ja, für lau, ne? Gut, da kann man noch ein paar Prozent hin und her diskutieren. Aber ich denke, es ist schon ersichtlich, dass eben ordentlich Verlust ist bei der Geschichte, ne? Ich hätte das in einem anderen Video gesagt, dass bei Blei ich bei ungefähr auch diesen 5% beziehungsweise meiner Rechnung nach bei 0% bin, ne? Mit REMF, andere Ladeverfahren, andere Ladeabschaltkurven, alles eigen, 10 Jahre rumgetüdelt, ne? Da komme ich auf 0%. Und wenn man jetzt den Laderegler eben auch selber baut, Grüße gehen raus an der Flose, der hat eben mit 97% Wirkungsgrad, sind 3%, ich komme mit den 0 dann auf 3% Verlust bis zur Batterie. Und da ich direkt nutze, kriege ich hier noch mal 30 ungefähr raus. Und deswegen brauche ich halt überhaupt gar nicht so viel Strom. Also braucht eigentlich gar niemand, ne? Aber die meisten Leute glauben, das muss halt alles so gemacht werden, weil es alle machen und so. Könnt ihr so machen? Rechnet euch selber noch mal nach. Vielleicht habe ich hier oben wieder einen Fehler drin. Ich hoffe es diesmal nicht. Vielen lieben Dank also an alle, die mich auf den Fehler hingewiesen haben. Vor allen Dingen auch sachlich und nicht hier, hör, du bist ein Hurensohn und so. Ja, habt auf jeden Fall recht gehabt, habe ich mich verrechnet. Aber mir ging es ja um die Kernaussage, Digga, wegen 2, 10% hin oder her, das ist mir komplett Latte, da ging es mir gar nicht drum, das weiß ich, ob das vielleicht falsch rübergekommen ist. Allgemein mal den Gedanke wecken. Und wenn es 10, 20% sind, einfach mal drüber nachdenken. Ne? Darum ging es mir. Alles klar, vielen lieben Dank, tschüssi.